Hallo, ich bin Philipp Wampfler. Ich bin Lehrer im Gymnasium in Zürich. Kann vielleicht hier kurz rausschauen, so sieht es hier aus, in der Kantonsschule Enge. Ich unterrichte auch an der Universität Zürich, Deutschdidaktik. Und ich möchte in diesem YouTube-Kanal ein paar Hinweise geben, wie digitaler Fernunterricht geschehen kann. Ich habe hier ein paar Punkte hingeschrieben. Ich möchte zunächst also auf Tools eingehen, euch zeigen, welche Tools funktionieren in einem Setting, bei dem die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind. Ihr seid vielleicht in der Schule, ihr seid vielleicht auch zu Hause. Ihr wollt trotzdem Unterricht weiterführen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist eine Didaktik zu denken? Wie macht man sowas wie Classroom Management, wenn man nur digital miteinander kommuniziert? Wie stellt man sicher, dass die Schülerinnen und Schüler auch wirklich motiviert bei der Arbeit sind, dass sie Korrekturen erfahren, dass sie sozial, kollaborativ lernen können? Und der letzte Punkt ist dann, wir müssen dieses Rad jetzt nicht neu erfinden, weil es viele Lehrkräfte gibt, die schon ganz viel Erfahrung damit haben, teilweise 15, 20 Jahre schon E-Learning, Online-Learning, Fernunterricht durchführen. Und diese Erfahrungen möchte ich punktuell auch einbringen und euch ein paar Hinweise geben, was sich bewährt und was vielleicht Fehler sind, die wir jetzt nicht von neuem wieder machen müssen. Die erste Folge ist auch schon bereit und ich freue mich sehr über euer Interesse. Leitet es weiter, teilt diese Videos. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis später.